Du musst dich entscheiden und weißt nicht, in welche Richtung. Der Bauch sagt nach links, der Kopf sagt nach rechts. Das geht vielen von uns so. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns ständig in dem Gedanken gefangen fühlen, dass wir den sicheren, den richtigen Weg gehen müssen. Dass wir uns falsch entscheiden können. Dabei gibt es gar kein falsch und kein richtig. Denn du weißt nie, in welche Richtung der eine oder der andere Weg gegangen wäre. Eine Entscheidung von einer Minute kann unter Umständen genau der Moment sein, wo du am falschen Ort zur falschen Zeit bist und in einen Verkehrsunfall verwickelt wirst. Du wirst es vorher nicht wissen, du wirst es nie erfahren, dass es nicht so gewesen ist. Darum mein Tipp, wenn du dich schwer tust mit Entscheidungen, trainier deine Intuition, trainier dein Bauchgefühl, geh einfach mal in den Wald. Such dir einen Weg und dann geh ihn, und zwar ganz alleine. Folg ihm so weit, wie du kannst und wie du magst. Entscheide dich, ob du links oder rechts abbiegst, und tu das immer wieder, bis du irgendwann ein Gefühl dafür bekommen hast, jetzt komme ich immer da an, wo ich gerne hin möchte. Und nimm das, was auf dem Weg ist, wahr. Denn du weißt nie, wenn du den großen Weg gegangen wärst, ob dir all die wunderschönen Kleinigkeiten entdeckt hättest, die der kleine Weg zu bieten hätte. Und wenn du den kleinen Weg gegangen wärst, dann hättest du unter Umständen jemanden nicht getroffen, den du auf dem großen Weg begegnet wärst. Folge deinem Gefühl, folge deinem Bauch und genieß einfach diese Wege. Und dass du dich immer mehr auf dich und dein Bauchgefühl verlassen kannst. Viel Spaß dabei!